Willkommen zurück bei DayZ Standalone mit dem Felix heute. Hey ho! Der Felix ist mit am Airfield und das ist ganz praktisch, weil da können wir weitermachen, wo wir mehr oder weniger aufgehört haben. Deswegen bin ich gerade hier auch bei dem Militärcamp. Und der Felix hat anscheinend auf meinem Server definitiv zu viel Zeit investiert und zu viel Stauraum, weil er hat schon gesagt, er kann nicht mehr rennen. Ja, das kann ich schon ewig nicht mehr. Hallo, so guten fett. Tag. Hallo, Felix. Hallo. Hi, hi. Eieiei. Der hat einfach mal seinen Rucksack in der Hand. Ja. Und einen Rucksack auf. Du hast auch den fetten, ne? Ja. Den habe ich im letzten Video noch ganz am Ende oben am Tower gefunden. Und ich habe den sowas von geordnet, sag jetzt mal. Der Wahnsinn. Wie viel Zeug ich habe. Also ich habe definitiv auf meinem Server die Spawnraten zu hoch. Ja, schau mal hier. Das hier. Das hier? Boah, der hat hier das ein hier? Komplettes Munitionslager. Ich muss kurz, welche Taste? Das ist 3. Wenn er die UMP packt. Tschüss! Kann, ja. Nein! Ja, okay, die UMP. Ja. UMP mit irgendwie 10 Magazinen oder 12 Magazinen. Läuft und die M4. Warte mal, die M4 war die Taste. Hä? Bei mir machst du nur Fäuste. Du bist cool, ja lustig. Ne? Tolle Fäuste. Richtig schöne Fäuste. Meine sind sogar blutgetränkt. Von dem Hühn, was ich. Er gönnt sich Hühner. Naja, leider nicht so sinnvoll. Aber ich hab's dem Huhn gezeigt. Ja, das war das Wichtigste. Ja, auf jeden Fall habe ich auch ein bisschen was dabei. In der Ammunition Box habe ich auch noch ein bisschen Munition. Aber ganz ehrlich, so viel braucht man ja im Moment auch noch gar nicht. Ja. Wir schauen uns einfach mal um hier. Im Militärcamp. Guck mal hier ganz kurz. Hier war brauchst ich, du davon was? Was? Hier am Boden. Schau mal am Boden. Brauchen? Nicht unbedingt. Weil ich habe von allem genug im Moment. Weißt? Also Essen, Trinken, alles kein Stress gerade bei mir. Essen, Trinken, extra kauen, ja. Genau. Übrigens, der Felix hat es mir gerade eben gesagt, für euch da draußen, man kann mit X den Full-Auto-Modus in Single und umgekehrt schalten, wie man jetzt unten links lesen kann. Full-Auto-Single. Genau. Felix, komm mal kurz her hier. wir brauchen definitiv ein Bild von dir mit deinem blöden Rucksack. So, einmal aus der... Ja? Eigentlich habe ich den kleinen Rucksack vorne. Ich brauche auch so einen Heavy-Rucksack vorne noch. Umdrehen bitte, umdrehen. Hallo, Model. Andere Richtung. Ja, perfekt. Nochmal. Ja, jetzt einmal hinknien bitte. Ja. Ja, jetzt versteckt er sich. Okay, perfekt, danke. Ja, komm, ich hau dich. Soll ich mal hier, ne? Ja, komm her. En garde! Ja, hast du ein Visier nicht drauf? Nee, ich hab keins. Warte mal. Jetzt packt er aus seinen Taschen aus. Also, heute habe ich ein Sonderangebot für Sie. Ja. 6,95 Euro, da schon mal nicht. Da schon mal ich auch nicht. Ich würde mich beeilen. Ja. Warte mal, hast du ein AK-Visier? Nee, ich habe gar kein Visier leider. Das kann ich lösen. Hier bitte schön einmal. Alles dann klar. Kriegen sie noch eine Batterie. Oh. Da einmal noch eine Batterie. Ah, da muss ich den abmontieren, glaube ich, ne? Nee, also ich weiß nicht, bei der AK musst du gleich nur drauf montieren. Keine AK, ich habe ja eine M4, by the way. Das geht, glaube ich, auf die M4 nicht drauf. Nein, tut's auch nicht. Dann kann ich das auch schon mal da lassen. Ja. Dann brauche ich da schon mal den Platz hier mitzuführen. Guck mal von den Camp rum. Ich weiß 100%, das sind immer wieder diese normalen Visiere drin in den Containern. Hier liegen auch ein paar AKs, ja. Kann gut mal sein. Ab und zu. Die Zombies durch, aber die sind schon gelootet. Also in den Containern habe ich jetzt letztens gesehen, da liegen nämlich ein paar gute Sachen drin. Und hier liegt ein M4 Magazin, das nehmen wir doch direkt mit. Guten Combat Boots direkt mal anziehen. Ja, und ich bin auch die ganze Zeit am Rätseln, vielleicht wisst ihr das draußen in der guten Welt, welche Schuhe geeignet sind, wo man sein Combat Knife mit reinstecken kann. Weil es gibt ein Schuhpaar, wo man wirklich dann sein Messer, sozusagen sein Combat Knife in die Schuhe reinpacken kann. Schaut es mal runter in die Kommentare, wer weiß. Weil wir haben es jetzt nicht rausgefunden, zumindest im Moment noch nicht. Mhm. Ah, sehr gut, Cola. Mitnehmen. So. Hier ist noch eine volle Trinkflasche, wenn du was möchtest, aber die habe ich jetzt da gelassen. Echt nicht mehr viel tragen kann. Ja, du bist sowieso komplett geisteskrank, so viel wie du mitnimmst, ey. Das ist krass, hol dir gleich einen Wohnwagen. Ja, würde ich ja, weißt du, aber.
Gibt's leider noch nicht, ne? Ich hätte mal gesagt, Chaos Felix... Chaos Soul-Liste hast du, oder? So ja, ich hab's ja, eine, okay. Ja. Ich hätte gesagt, Felix, wir können es ja mal probieren. Ja. Dann im nächsten Video. Ja. Mit dem Auto. Rumzufahren, was eigentlich ja noch gar nicht gibt. Ja, gut. Aber wir können es probieren. Das ist was lustig, ja. Ich hab Marker-Magazin gefunden. AK. Weil drin sind sie ja schon. Ja. Nur ob sie gehen. Wir werden es im nächsten Video dementsprechend dann rausfinden. Besonders dann kann ich mich entlasten. Plus, ich kann dadurch auch ein bisschen Loot mal da lassen, weil wir uns jetzt endlich auch getroffen. Und so können wir noch ein bisschen auch gegenseitig abstimmen, was man braucht, was man nicht braucht. Weil ich führe hier auch so einen tollen Shit mit wie Weapon Cleaning Kit, Leather Swinging Kit. Und ich habe rausgefunden sogar noch, dass man mit dem guten, wie heißt denn das, mit dem Swinging Kit, also wo man eigentlich die Klamotten näht, auch sich selber nähen kann. Seine Hunde zunähen kann. Was? Ja. Boah, heftig. Das ist mir letztens nur aufgefallen, ich hab's in der Hand gehabt, dachte mir, okay. Dann. Ist ja lustig. Meinte das so, ja. Felix? Kann man selber nehmen? Ja. Warst du schon mal bei der AC 130 da hinten? Ja, da ist aber gar nichts, wieso? Nicht? Oh Mensch. Das hätte mich jetzt gefreut. Okay, ja, gut. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal hier das Militärcamp ein bisschen durch, hätte ich gesagt, ne? Was wir so finden können. Du hast gesagt, oh, da ist ein Feind. No way. Warte, ich muss gerade ein bisschen aussortieren. Wieso hast du überhaupt so einen Mundschutz drauf? Ich weiß ja nicht, wie der Virus entstanden ist. Oder wie er sich überträgt. Das ist ja kein Virus. Keine Ahnung. Das ist genauso wie in The Walking Dead. Du schläfst, wachst auf und auf einmal sind alle Zombies. Das ist normal. Nein. Also ist es ein Virus. Nein. Ein böser Virus. Nein. Nein. Eine Erkältung. Ein ganzes Mal Erkältung. Apropos Erkältung, jetzt voll die Erkältungszeit im Moment. Ja, ich hab's gut überstanden bis jetzt. Ja, warte ab. Der Virus. Der Virus. Das heißt, ich laufe hier nur noch mit dem Mundschutz rum. Ja. Auch zu Hause. Aber so viel gibt's hier nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt alles durchgeguckt und hier gibt's nicht mehr. Ja, es kann ja gut sein, dass ich es gelootet habe. Aber ich will trotzdem mal zur AC-130 schauen. Ja, klar, können wir gerne. Hast du die Container gelootet? Die ist nämlich wichtig, weil da wäre vielleicht ein Visier gut. Hab ich geguckt, aber die sind größtenteils leer, oder? Heavy bewegt sich. Oh Mann. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Beschwerden bitte dann beim Felix, ne? Eieiei. Ja. Hier drin liegt ja nichts, ne, in diesem Bunker. Nee, ich hab auch gerade geguckt, aber... Wir haben mal geguckt auch, wir gucken mal, was eigentlich an Arbeiten. Wir hoffen, dass es auch mal aktuell ist. Wir arbeiten an einem Flugzeug zum Beispiel, ein paar Autos. Die Fahrbahn sind die halt einführen. Ja. Aber mal gucken. Also wenn sie das natürlich im Arbeiten sind. 0.65 soll angeblich ja mit Autos Fahrzeuge. Dann möglich sein. Ja. Also das ist deren Ziel, soweit ich, glaube ich, in den Dingen gelesen habe, unter daisy.com. Aber ich bin auch gespannt. Aber wir sind ja, was hast du gesagt, 0.63, das heißt, es sind noch zwei Patches. Ja, wobei meist machen die auch ein bisschen hinten am 0.63.18148 ist, glaube ich, im Moment. Und vor zwei Wochen war es noch 0.146. Ja, also das kann durchaus sein, dass das dann so, ne? Bissi dran. Haben sie irgendwas angekündigt, dass es dieses Jahr noch kommt oder nächstes Jahr? Ich glaube dieses. Ich glaube dieses, doch, vielleicht dieses sogar Weihnachten. Schätze ich mal. Okay. Aber rein kann man nicht, ne? Nee, aber oft ist drauf. Schade. Echt? Oder auf die drauf. Ah! Ist ja cool. Ah ja, da zufällig liegen da Paletten. Ja, zufälligerweise genauso. Ja, und wie scheint es hier, dass ein Propeller abgeschossen worden oder so. Aber normalerweise, also wie ich ja weiß aus Digital Combat Simulator, ne? Ja. Ist kein Problem auch noch mit 3 zu landen. Oder auch mit 2. Also zu landen und zu fliegen, das würde ja mit zu fliegen wird wahrscheinlich locker noch gehen. Aber er hat ja eine Landebahn. Warum ist er nicht gelandet? Zu weit gekommen. Was ein Kollege war das denn? Schauen wir mal, ob da drin noch jemand hockt. Man merkt auf jeden Fall, das ist das Modell aus Armor, ist oder aus, ja. Ja, ja. Halt das gute Modell aus Armor 2. Ja, das merkt man heftig. So, Felix, da brauchen wir natürlich auch hier schicke Fotos. Oh ja. Von dem schicken Wo soll uns denn hinstellen? Ach. Komm mal mit. Ja, ich komm mit. Ein Heavy bewegt sich. Du musst wieder Fotomodel machen. So. Mein Rucksack. Ja, ich merke schon. Ja, perfekt. Ja, komm ein Stück her. Ja, mein Gott. Brauchen wir ja hier aus einem perfekten Winkel. Kuckuck. Noch näher.
viel näher, Felix, komm. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Perfekt. Einmal frei. Ja, okay. Ein und frei, ja. Ja, damit kriegst du auch einen. Ne, das ist das Falsche. Ja. Hallo! Okay, alles klar. Perfekt. Ja, jetzt die Frage, was machen wir als nächstes? Ja, also ich würde vielleicht. Ich habe leider gerade die Karte nicht offen. Was ist denn da drüben? Bin ich schlecht vorbereitet. Gute Frage. Schrottplatz oder so? Keine Ahnung, wir können mal umgucken. Also man muss auch sagen, wir haben die extrem geändert, also den Airfield. Weil wenn die Leute, die aus der Arma 2 die Karte kennen, oder aus normal Arma 3 oder so, über die ganzen Mods. Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist ein riesen. Aber richtig krass. Ein riesen Overhaul gewesen. Ja. Ah, das scheint mir wie so ein Panzer-Schrägstrich Flughafenfriedhof aus hauptsächlich Fahrzeuge. Ja, man merkt ja auch, die haben den jetzt richtig zum Militärflughafen gemacht. Vorher war der halt, wenn man so nehmen möchte, eigentlich ein Zivilflughafen. Ja. Aber jetzt erkennt man halt richtig durch die Bunkeranlagen und zum Beispiel die Hangars, dass das eigentlich ein Militärflughafen ist. Ja. Ja, generell, so. Die haben auch nördlich, glaube ich, an der Karte halt ziemlich viel hinzugefügt, ne? Ja, ja. Ja, besonders östlich auch. Östlich haben die auch einiges hinzugefügt. Ja. Ja, und ein, zwei Fahrzeuge kann man auch, glaube ich, öffnen. Ja, das zum Beispiel genau, ja. Aber ich glaube, da spawnt kein Loot drin, weil man kommt ja auch nicht rein. Ah, es gibt ein, zwei, wo man da reinkommt, ne, die so ausschauen, aber. Achso, okay. Aber, oh, kann man da nicht rein? Doch, schau, man kann rein. Ach, okay. Man muss nur den richtigen Fuß erwischen auf der kaputten Leiter. Stell dir mal vor, man könnte so mit so einem Teil rumcruisen. Ja, das wäre cool. Aber wer weiß, was ja noch kommt, ne? An Helikoptern sollen sie angeblich auch schon arbeiten. Ja, der Little Bird ist der, wo ich da gesehen habe, aber das ist das Problem, ist die Bilder, wo wir waren, schon ist das älter. Und schon von 2016, aber die haben richtig, richtig geil ausgeschaut. Vom Hummingbird. So, aber ansonsten gibt's leider nicht so viel hier gerade. Was war da? Nichts, oder? Nee, nichts Besonderes. Interesse. Wo laufen kommen denn da nicht hin? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist noch so ein kleines Militärdorf oder so die Kasernen. Müssten da auch noch sein. Weil da gibt's ja auf der anderen Seite war das Militär-Bootcamp und da müsste jetzt dann... Da könnte man mal hinschauen. Oder warst du da schon? Da war ich schon. Achso, okay. Aber wenn man jetzt da langläuft, dann ist da, glaube ich, sind da die Kasernen. Oder gehört auf jeden Fall zum Flughafen. Ach ja, du kannst ja nicht rennen, ne? Oh Mann. Ja, du rennst mal durch. Ich frage mich echt, was dir das bringt, wenn du mit Rucksack rumläufst und dann kommt irgendwann mal einer um die Ecke und erschießt dich. Und dann war das alles für umsonst. Mein Rucksack schützt mich. Ja. Hast du ja auch gemerkt, hab ich doch die Pilze, ne? Die kannst du ja alle mitnehmen. Welche Pilze? Hier, der Fliegenpilz. Fliegenpilz? Die spawnen immer an so Bäumen. Cool. Kannst du immer einsammeln. Ja, genau, da habe ich auch schon welche gesehen. Stimmt, auf dem Weg zum Flugfeld war das. Ja, genau, da habe ich auch den letzten Bäumen gesehen. Kombiniert mit ein paar Hirschen, das wäre auch lustig. Echt? Hast du schon welche gesehen? Ja, ja. Oh, cool. Ja? Was ist so mein Ziel? Schaut noch wäre? Meine Videos nicht, Felix, hä? Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich muss fliehen! Viel Spaß! Gib mir 10 Minuten Vorsprung! Ja. Ja, also mein Ziel wäre noch irgendwie High Castle, irgendwie, das heißt irgendwie High Castle oder. Diese Burg da, wo es auf der Karte auch gibt. Okay, ja. Vielleicht können wir da mal hinfahren, wenn wir dann das Auto haben. Das wäre mega, ja. Wäre echt cool. Mal schauen, was sich da im nächsten Video arrangieren lässt. Ja. Mal schauen. Und ich glaube, bis wir jetzt da angekommen sind bei dem Campy Camp, dauert es noch ein Weilchen. Von dem her schauen wir einfach mal im nächsten Video weiter, oder? Jo. Dann hätte ich gesagt, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Heute war es ja dann eine sehr entspannte Loot-Folge, noch am Airfield. Und mal schauen, ich glaube, die nächste wird dann deutlich spannender mit dem Fahrzeug, wenn wir es zum Laufen kriegen, mal schauen. Also dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, nein!